Der ABS3. Hallo liebe Freunde, jetzt wird's wild. Ich hab's euch schon vor einigen Wochen gesagt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird interessant. Das ist mein Belag auf der Vorhand. Und jetzt haltet euch fest. Das ist das Paket, was angekommen ist. Oh. Der ABS3 von Dr. Neubau. Den spiele ich jetzt auf Rückhand. Ich habe gesagt, es wird wild. Ganz, ganz liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus an Carsten Neubauer, der mir die Sachen ganz, ganz schnell geschickt hat. Ich werde sie jetzt erstmal raufkleben. Das ist der Kleber, den ich verwende, von Tipa CleanFix. Den Belag habe ich jetzt auch eingestrichen. Jetzt müssen wir den 15 Minuten warten lassen. Dann kommt das Holz. Die Belege sind jetzt drauf und der Neubauer ABS3. Jetzt, 2 Wochen vor dem Buschhausen-Spiel, fange ich jetzt auch mit dem Training an, mit dem Antitraining. Und heute ist der 4. März 2024. Im ersten Training habe ich das Drehen trainiert, vom Antibelag zum Griffigen, damit ich das auch im Spiel einfach schneller hinkriege. 5. März, 2. Trainingseinheit. Beim zweiten Training habe ich ein bisschen Unregelmäßigkeiten eingebaut. Ich habe 2/3 Vorhand gespielt, 2 bis 3, und dann ein Wechsel in die Rückhand, damit ich die Wechsel ein bisschen besser drauf habe und vor allem den Anti gut kontrollieren kann, wie ihr hier sehen könnt. Dann habe ich noch meine Vorhandöffnung trainiert und den Wechsel auf die Rückhand mit 3 Bällen, damit ich den Anti schön verwenden kann, aber auch das Drehen gleichzeitig übe. Ich habe jetzt meine 3. Trainingseinheit hinter mir. Ich werde gleich auch die Trainingseinheit so ein bisschen einblenden, damit ihr es auch mal ein bisschen sehen könnt. Man hat wirklich viele Vorteile dadurch, wenn man den Anti wirklich beherrschen tut. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Beim 3. Training habe ich mich auf 2 Sachen konzentriert, die wichtig sind. Einmal mit dem Anti zu stören und dann aber wiederum zu drehen und aggressiv anzugreifen. 4. Tag, 4. Training. Ich habe jetzt noch 7-8 Tage Zeit, um mit dem Anti so viel wie möglich rauszuholen. Ich freue mich einfach jedes Mal zum Training zu gehen. Hab wieder so die Freude am Tischtennis gefunden. Volle Hütte hier bei Füchse. Ah, beim 4. Training war es dann so, dass meine Blocks deutlich besser geworden sind, allerdings immer noch ein bisschen zu hoch sind. Mein Drehen ist dafür aber sehr, sehr gut geworden. Da fühle ich mich wohl. Da habe ich meine Automatismen schon aufgebaut. Tischtennis ist halt ein sehr, sehr automatisierender Sport und wir müssen gewisse Abläufe trainieren, um da Sicherheit zu gewinnen und es halt besser hinzukriegen. Und vor allem müssen wir geduldig bleiben und hart daran arbeiten. Einen wunderschönen guten Morgen. Gestern war das Training gut, allerdings kamen meine Blocks nicht so gut. Das möchte ich natürlich heute wieder ein bisschen verbessern. Beim 5. Training war ich dann wiederum sehr zufrieden mit meinen Blocks und vor allem habe ich jetzt eine Technik entwickelt, wie ich ein bisschen mehr Schnitt reinkriege. Und man sieht es ja, wenn ich den wirklich gut treffe und der flach ist, dann bleibt er halt im Netz hängen und man unterschätzt den Schnitt. Jetzt habe ich schön trainiert mit Roy. Jetzt mache ich noch ein Match gegen ihn. Ich brauche natürlich viel Spielpraxis. Liebe Freunde, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hamburg zu einem Kumpel. Wir werden dann ein bisschen Videos drehen, da auch ein bisschen zocken. Also seid auf jeden Fall gespannt. Ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit. Ich freue mich. Also. Ich bin jetzt auf irgendeinem Parkplatz hier auf der Autobahn. Ich bin so müde geworden plötzlich und dachte mir, ey, lieber kurz ein bisschen schlafen, statt hier irgendwie Sekundenschlaf zu kriegen. Jetzt geht's wieder weiter. Fit wie ein Turnschuh. Eher ein bisschen benebelt, aber wird schon die Restkilometer hier ein bisschen Gas geben. Angekommen hier. Heute werde ich meinen Anti testen. Da habe ich natürlich 2 Typen gefunden. Leute, da sieht man wieder den Unterschied. Alles Profis. Und ich mache mich einfach nicht warm. Ich will einfach direkt an die Platte und spielen. Und schaut euch mal diese Jungs an. Die machen sich hier warm. Für was? Für was? Heute habe ich Haarung mit dabei. Und natürlich Lamm.
Bei dieser Übung ging es darum, nicht nur einfach den Schläger zu drehen, sondern beim Angriff, wenn es wirklich schnell wird, auch den Schläger immer drehen zu können. Hier trainiere ich, den Gegner anzuschupfen, einen zu blocken und dann die Zeit zu nutzen, um zu drehen und aggressiv raufzugehen. Hier bin ich dann nochmal auf die Masse gegangen. Danke auf jeden Fall an Namdo, der sich die Zeit genommen hat und noch ein bisschen Balleimer gemacht hat, damit ich 400, 500 Bälle habe und das Gefühl ein bisschen verfeine. Oh, jetzt habe ich mir natürlich noch Nam geschnappt. Nam, wir haben ja auch gespielt, also 3-1 für mich mit Anti. Nochmal erwähnen, mit Anti, nein, Spaß. Ja. Was sagst du denn dazu? Also, wie ist deine Einschätzung? Ich denke, dafür, dass du jetzt in so einer kurzen Zeit das trainiert hast, ist es schon echt ganz nice. Im Wettkampf wirst du dir sagen, ja, vielleicht kann man ja doch nochmal schnell den Schläger wechseln. Ich würde sagen, du hast aktuell vielleicht 50% deiner möglichen Leistung. Also ich denke aber, es könnte sehr, sehr interessant sein, wenn du dranbleibst. Für andere Leute auch, ne, wenn sie sich das mal angucken. Und als Experiment. Warum nicht? Und als Experiment. Warum nicht? Alles klar, danke dir. Harun! Was sagst du denn zum Antispiel? Sehr unangenehm, vor allem wenn du die Bälle triffst. Im Ballwechsel kommen krass unerwartete Bälle, irgendwie diese abtropfenden Bälle und sehr viele Variationen, die man da einbauen kann. Auf jeden Fall mega viel Luft drin. Ich glaube, wenn man entwickelt, welche Ballwechsel man spielt, wenn man das ganz klar kristallisiert, dann kannst du einiges nochmal rausholen. Okay, danke dir. Gerne. Hier habe ich nochmal ein paar Ballwechsel aus unserem Spiel zusammengeschnitten. Ja, wer etwas leisten will, der muss natürlich auch gut essen. Und das ist auch meine Schwäche. Ich liebe es einfach zu essen. Die Jungs haben dann einen guten Laden in Hamburg irgendwie empfohlen. Da waren wir dann auch schön essen und haben es uns gut gehen lassen. Rein da. Ja, Leute, es war ein super schöner Abend und ich freue mich einfach aufs morgige Training. Ein neuer Tag, ein neues Training. Heute das 7. Training hintereinander. Jetzt habe ich noch 4 Tage Zeit, um mit dem Anti noch ein bisschen besseres Gefühl zu bekommen. Let's go! Beim 7. Training habe ich mich dann für die Übungen entschieden. 2 Rückhand, 2 Vorhand. Um da wirklich mich kreativ ausleben zu können, indem ich mal den Anti reinhalte, mal den Schläger drehe, mal umlaufe. Ja, und zum Schluss habe ich dann noch 1-1 trainiert, also einen Ball in Vorhand, einen Ball in Rückhand, um da ein besseres Gefühl für den Anti zu bekommen und auch einen direkten Wechsel zu haben und anzugreifen auf Unterschnitt. So, liebe Tischtennisfreunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch der Fortschritt. Ich glaube einfach daran, dass wenn man etwas fühlt und es machen möchte, sollte man nicht zu viel nachdenken und es einfach machen, denn wenn man einfach Lust dazu hat, Spaß darin sieht, sollte man wirklich dazu stehen. Und merkt euch bitte unbedingt eine Sache. Es ist
egal was die anderen denken, egal was sie denken. Ob sie an euch glauben, ob sie daran nicht glauben, ob sie zweifeln an euch, das ist wirklich alles komplett egal. Wichtig ist, was ihr von euch denkt und wichtig ist, dass ihr Spaß habt. Nur weil die anderen sagen, dass es zweifelhaft ist und das mit dem Anti nicht klappen wird, heißt es ja nicht, dass es mir keinen Spaß macht. Und ich habe es einfach gefühlt und wollte es unbedingt machen, weil ich in den letzten 3 Monaten wirklich gemerkt, dass ich nicht so viel Lust auf Tischtennis hatte, mich immer zwingen musste zum Training, weil ich ein Ligaspiel hatte. Letztendlich habe ich einfach gemerkt, dass ich was anderes einfach ausprobieren möchte. Und das hat mir wieder die Freude zum Tischtennis gegeben. Ja? Ich würde euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr wirklich so ein Anti spielen wollt, dann spielt es einfach, macht es einfach, wartet nicht zu lange. Ich habe 2 Jahre gewartet und bereue es so ein bisschen, dass ich es nicht schon vor 2 Jahren gemacht habe. Ja, was haltet ihr denn davon? Würdet ihr auch während der Saison zum Beispiel so ein Anti wechseln oder generell wechseln und was Neues ausprobieren? Schreibt es gerne in die Kommentare und danke fürs Zuschauen.